Francesco Alberti, ich möchte gerne mit dir über Gott reden, Mohammed. Über Gott reden? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bete ich für eine Aufnahme in dein Reich für dieses Christenkind. Ich bin Atheist, ich bin keine gläubige Leute. Auf jeden Fall werde ich für dich beten. Dankeschön. Sei der Täufer mit dir, lebe wohl. Dankeschön. Wunderbar, danke. Schönen Tag noch. Ja. Schönen Abend. Francesco Alberti. Ja, Francesco. Ich möchte gerne mit dir über Gott reden, Mohammed. Ja, zum Bringen. Ich bin ein Freigeist im Namen des Herrn und vertrete weltlich Johann den Täufer et alter. Ja. Ich möchte, dass auch du ein Täufer wirst. Ja. Moment. Bruder Mohammed, warum bist du so erbost? Ja, hallo? Bitteschön. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bete ich für eine Aufnahme in dein Reich für dieses Christenkind. Okay, bitteschön. Wunderbar. Danke. Sei der Täufer mit dir, lebe wohl. Okay. Müller? Reisebüro Schrott in Rosenheim? Ich bin Konstanze Bölk, Ihre freundliche Reiseagentin. Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte wiederholen. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Wir sind gleich für Sie. Ja, Schrottreisen, Konstanze Bölk nochmal. Hallo, ich gebe Ihnen dann jetzt nochmal die geänderten Buchungsnummern durch. Hallo, Sie sind falsch verbunden. Tut mir leid. Wir hatten gestern telefoniert. Es ging um Ihre Flugreise nach Frankfurt, Kalifornien. Tut mir leid, Sie sind falsch verbunden. Also gebucht ist der Flug auf Ihre Telefonnummer. Nein, dann ist was falsch. Wir haben nichts Geschäftliches zusammen zu tun. Tut mir leid. Wir kriegen nur die Nummer von der Zentrale. Namen und Adresse erfahren die örtlichen Reiseagenten aus Datenschutzgründen meistens nicht. Das tut mir leid. Ja, guten Tag. Günther Bollmeister, mein Name, vom Institut für Urheberrechtsverletzungen. Ich möchte nicht lang drum herum reden. Uns liegen ganz konkrete Hinweise auf massive Urheberrechtsverletzungen Ihrerseits vor. Ich rede hier von illegalen Musikdownloads und das Schauen von Filmen und so weiter im Internet auf den einschlägigen Portalen. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede, oder? Wir haben einen, Hinweis aus Ihrem Bekanntenkreis erhalten und sind der Sache nachgegangen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wollen Sie zu der ganzen Angelegenheit jetzt schon Stellung nehmen oder erst, wenn es soweit ist? Jetzt tun Sie doch nicht so unschuldig. Die Beweislage spricht ganz klar gegen... Guten Abend. Ja, guten Tag. Günther Bollmeister, mein Name, vom Institut für Urheberrechtsverletzungen. Ich möchte nicht lang drum herum reden. Uns liegen ganz konkrete Hinweise auf massive Urheberrechtsverletzungen Ihrerseits vor. Ich rede hier von illegalen Musikdownloads und das Schauen von Filmen und so weiter im Internet auf den einschlägigen Portalen. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede, oder? Nee, tut mir leid. Wir haben einen, Hinweis aus Ihrem Bekanntenkreis erhalten und sind der Sache nachgegangen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Wollen Sie zu der ganzen Angelegenheit jetzt schon Stellung nehmen oder erst, wenn es soweit ist? Guten Abend. Haben Sie da ein Problem mit? Hallo? Ja, wo fange ich an? Kurzversion oder lange Version? Ja, bitte. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Warte, ich gebe den Moment. Hören Sie mir zu, okay? Mein Name ist Ulbricht, vom Institut für Datenschutzreduktion in Berlin. Ja und? Mal eine Frage. Sie sind doch
gegen Drogen, gegen Zwangsprostitution, Ausbeutung von Pizzasteinbrüchen, alles, was man so liest, ja? Mit Sicherheit. Glauben Sie, dass diese Leute im Internet mit ihrem richtigen Namen schreiben? Hallo? Die Nummer stimmt noch. Ja, Dennis Kebab aus Kaltenkirchen. Wir sind umgezogen. Was? Und haben auf dem Zettel deine Nummer wieder gefunden, von der wir dachten, die wäre längst weg. Ey, bist du krank? Kommt mal die Musik leise. Ja, besser. Entschuldigung. Ich habe jetzt den letzten Satz nicht gehört. Ja, bitte. Ich wohne in der Nähe. Ist jetzt aber erstmal egal. Fahren Sie den schönen 5er BMW? Den in Braun Metallic? Ja. Oh, dann habe ich nicht unbedingt eine gute Nachricht. Bitte, guckt nach, ob ihr eine Platte habt, ja? Hinten, glaube ich. Moment, ich gebe Ihnen mal eben meinen Mann und ich gehe mal gucken. Ja, ja. Da ist jemand am Telefon, der sagt, wo soll man nachgucken, ob wir einen Platten am Auto haben. Ja, hallo? Es ist Folgendes passiert. Ich bin Italiener und ich bin temperamentvoll. Ich habe Glasscherben auf die Straße gelegt, damit die Kinder dann nicht mehr spielen. Ich arbeite nachts. Ich will und ich muss am Tag schlafen. Das verstehen Sie doch, oder? Ja. Sie klingen vernünftig. Das waren mit Sicherheit nicht Ihre Kinder. Benito, ich wohne in der Nähe. Ist jetzt aber erstmal egal. Fahren Sie den schönen Kia? Den dunkelblauen? Ja, hallo? Ja, hier, mein Name ist Benito. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, hallo Herr Benito. Fahren Sie den schönen Kia? Ja, natürlich. Den dunkelblauen? Ja, natürlich. Leider sind drei Autos durch die Glasscherben durchgefahren. Einer davon, der Kia. Und ich habe rumgefragt. Der gehört wohl euch. Ja, richtig. Sie klingen vernünftig. Das waren mit Sicherheit nicht Ihre Kinder. Nein. Ich bin ein sehr kinderlieber Mensch. Meine aber Bestrafung muss sein. Ja, die sperre ich gleich alle in den Keller ein. Mein Name war Bonito. Friedlich, Joghurt, Kaiser, schönen guten Abend. Antenne 7 live, Thorsten Rosentreter am Apparat. Spreche ich mit Sabine? Die ist gerade in einer Behandlung. Sie sind live auf Antenne 7. Was ist denn Antenne 7? Einfach mal tippen. Einfach mal was? Einfach mal tippen. Antenne 7, das ist Antenne 7. Falsch. Ich würde mal sagen, um den Radiosender. Antenne 7 sollte Radio sein. Noch einen Versuch. Noch einen Versuch? Antenne 7. Tja, wenn es kein Radio ist, dann ist es Fernsehen, genau. Richtig. Da habe ich ja gut geraten. Es grüßt ganz herzlich. Ja. Der Adolf. Okay, vielen Dank fürs... Eva, Schroß am Apparat. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Werner da? Wer ist da bitte? Sonja Schneider. Um was geht's denn? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Ja, er ist nicht da, er liegt im Krankenhaus. Okay, dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Hallo? Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Was? Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Ja? Eine Moschee.
Wir bauen eine Moschee bei der Nähe. Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung? Ja. Wissen Sie, wo Wohnungen frei sind? Die Moschee Islamabad wird die Heimat für 500 gläubige Muslime, für die wir... Hallo? Mowas, Vermaschung? Hallo, Sabrina, meine Beste. Wer ist denn wohl am Apparat? Keine Ahnung. Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Abdullah Ali Akbar, guten Tag, mein Herr. So, guten Tag. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Ja? Nein, Kollege, wir müssen das. Der Chef ist nicht da. Vom Moschee? Ich bin Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Und? Was möchten Sie? Eine Moschee. Wir bauen eine Moschee bei der Nähe. Kollege, dass wir haben also hier Arbeitsstelle. Dass wir, kann man nicht so die helfen, ja? Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Tschüss. Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung. Von Arme, guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Rainer da? Nein, der Rainer ist nicht da. Um was geht es sich denn? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Privat? Das ist privat. Danke. Okay, dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Hallo? Hallo, Herbert, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Seniorenzentrum Haus Gräfgarten, Wallner, guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist die Simone da? Wer? Kann ich die bitte einmal sprechen? Würden Sie mir bitte sagen, wo die arbeitet oder ob die hier wohnt oder was? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Wie bitte? Ja. Sonja Schneider. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo die sein soll bei uns im Hause. Kann ich die bitte einmal sprechen? Das ist aber ein Viersen-Betriff. Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Da haben Sie aber hier bei uns nichts. Können Sie bei uns keine Antwort bekommen. Was? Gesundheit. Ja? Danke, wird schon. Wegen die Mülltrennung. Das finde ich einfach nicht gut. Verzeihung. Frau Fein, guten Tag. Abdullah Ali Akbar, guten Tag, meine Dame. Ja. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Nee, denke ich mal nicht. Ich bin ja? Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Die Moschee Islamabad wird die Heimat für 500 gläubige Muslime, für die wir auch Wohnungen suchen. Wissen Sie, wo Wohnungen frei sind? Nein. Nee, weiß ich nicht. Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung? Nee, komme ich nicht. Ich sind hier mit dem Josefshaus verbunden. Das ist hier, nee, da sind Sie verkehrt. Ja? Nein.
Nein. Danke. Also, Namen? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Hey, Moment. Ja. Hallo, sind Franco, Sie noch bitte. Dran? Die Pizza kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa. Hallo, prego, bitteschön. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpkopf und Mozzarella. Ist das so, richtig? Warte, einen Moment. Gut, vielen Dank und arrivederci. Arrivederci. Hallo. Arrivederci. Hallo. Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Wenn ihr sie nicht bestellt hattet, dann kriegen sie auch keine Pizza, ja? Müller. Uli Kollega vom Landessporthalleninstitut. Hallo. Wer ist da? Uli Kollega, Landessporthalleninstitut. Ja, und? Unangenehmes Thema, muss aber sein. Sie kennen die ganze Flüchtlingsproblematik. Was wollen Sie von mir? Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Wir haben aber bloß eine Zwei-Zimmer-Wohnung für drei Personen. Haben Sie was gegen Ausländer? Nee. Ach was, wieso? Wie bitte? Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie das bitte. Warum soll ich Ihnen was erklären? Ich habe Ihnen gesagt, ich habe keine Möglichkeit, jemanden aufzunehmen. Und dafür ist das Thema jetzt bei mir. Aber Sie haben doch bereits Flüchtlingszuschüsse kassiert, oder nicht? Nein. Doch. Wissen Sie, ich leg jetzt auf. Müller hält. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Herr Rosentreter möchte Computer zurückgeben. Sie sind falsch verbunden. Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Nee, bei mir haben Sie nichts gekauft. Ich bin Privatier. Keine Ahnung. Ich habe nur noch Ihre Telefonnummer hier. Falsch ist sie. Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Der hat nämlich kein Window drauf. Das brauche ich aber, um meine Gedichte zu schreiben. Ich bin Dichter, wissen Sie? Auf Wiederhören! Ja? Hubertus Huber. Ja, ich habe Ihren Zettel gefunden. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, mit wem Sie zu sprechen gedenken. Der Schaden an meinem Fahrzeug. Also, da sind Sie sicher falsch verbunden. Ich habe einen Schaden an meinem Fahrzeug und vorne klemmte ein Zettel mit Ihrer Telefonnummer. Ja, ich bin gar nicht mit dem Auto unterwegs gewesen. Darf ich Sie mal etwas fragen? Bitte. Das ist im S&B-Parkhaus passiert, mitten in Frankfurt. Ja, Entschuldigung, da bin ich in meinem Leben noch nicht gewesen. Also, Sie haben vielleicht eine falsche Vorwahl oder so. Wer könnte denn mit Ihrem Auto gefahren sein? Keiner, weil es hier vor der Türe steht und ich auf dem Brief... 10 Euro Schaden, wenn ich das selbst mache. Ja, ich war noch nie in Frankfurt. Wann soll das denn... Müller? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Moment, die Pizza kommt etwas später? Haben Sie denn die richtige Nummer gewählt? Moment, ich habe Nummer hier gewählt 0216 26 7598. Ist das richtig? Nein, das ist die falsche Nummer. Sind Sie bei uns falsch? Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Ich weiß es nicht. Alberto hatte keinen Namen und keine Adresse hinterlassen. Aber er ist ja bald da. Wir haben nicht bestellt.
Oh, Vorschlag. Sie kaufen 2 Pizza zum Preis von 3 Pizza. Nee. So hat jeder Gewinn. Nee, tut mir leid. Das ist das falsch. Das wäre schade. Aber was hatten Sie bestellt für Pizza, Margherita? Wie denn? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Bitte? Pizzeria Bella Pistazie. Ja. Die Pizza kommt etwas später, also in Viertelstunde etwa. Tja, sind Sie falsch bei mir? Ich habe keine Pizza bestellt. 3-mal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpkopf. Ich habe keine Pizza bestellt. Moment, ich habe Nummer hier gewählt. 0, 1, 2, 6, 3, 4, 7, 9, 8. Ist das richtig? Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Arrivederci. Deine Bitte in Zukunft erst überlegen, deine Bestellung. Hallo? Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Wilfried da? Nein. Der ist nicht da. Bitte. Danke. Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Hallo? Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Angela? Ja. Habt ihr das Telefon angenommen? Nein. Hallo? Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern. Und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen? Ich bin Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung? Wissen Sie, wo Wohnungen frei sind? Nein, 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 nein. Dann melde ich mich wieder. Danke. Auf Wiederhören. Hallo. Hallo, Maria, meine Beste. Wer ist denn wohl am Apparat? Hallo. Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Der gut aussehende. Maria, meine Beste. Ich wollte dich einfach nur mal nett grüßen. Meine Telefonnummer ist übrigens 555. Nein! Hallo? Hallo! Heinz, mein Bester! Wer ist denn wohl am Apparat? Hallo? Wer ist der gute alte Homer am Apparat? Der gut aussehende. Heinz, mein Bester, ne? Ich wollte dich einfach nur mal nett grüßen. Wer sind Sie denn? Hallo. Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Ja, haben Sie sich verwählt. Ich kenne den Homer. Nein. Richtig. Hm? Meine Telefonnummer ist übrigens 555. Nee, falsch. Nee, falsch gewählt. Na, bis zum nächsten Mal. Ach ja, jemand hat mich übrigens daran erinnert. Heinen? Hallo, Cornelia, meine Beste. Wer ist denn wohl am Apparat? Mister. Der gut aussehende. Erneuerbare Energien. Hallo. Okay, Hans. Du kennst mich mit Sicherheit aus dem Fernsehen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Für dich. Ja? Aber kommst du vielleicht auch selber drauf? Ist auch egal, weil jetzt geht's erstmal um dich. Was denn los? Kannst du singen oder so?
Also ist das jetzt mega geil sein? Nein. Singst du mir mal was vor? Nein, ich singe nicht. Ja, dann leg mal los. 10 Sekunden reichen mir schon. Er leg los. Er leg los. Ich kenne sie nicht. Aha. Mhm. Dann erzähl mal ein bisschen über dich. Welche Hobbys hast du denn so? Das geht dich doch nichts an. Kannst du noch was anderes außer singen? Also wir wollen zwischendurch auch mal so ein paar witzige Leute auf die Bühne holen, so die einfach nur einen Witz erzählen. Erzähl mir mal deinen besten, komm. Ich bin am Arsch. Ja? Ja, so sieht's aus. Gut gewählt, aber leider keiner zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Danke. Uli Kollega, Landessporthalleninstitut. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Können Sie sich vorstellen, diese Familie bei sich aufzunehmen? Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie das bitte. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ja, selbstverständlich. Nein, natürlich nicht. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Doch, 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 doch. Hallo? Die Nummer stimmt noch. Ja, bitte? Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Falsch verbunden. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Nein, danke. Ich bin Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Danke. Dann melde ich mich wieder. Danke. Hallo? Hallo, Brigitte, meine Beste. Wer ist denn wohl am Apparat? Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Der Gutaussehende. Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Richtig. Müller? Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Verzeihung. Wegen die Mülltrennung. Ja, und? Das finde ich einfach nicht gut. Was? Verzeihung. Ihre Nachbarn machen das auch nicht richtig. Ja, weiß ich nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Was? Verzeihung. Möchten Sie nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich warte auf einen Anruf. Ich kontrolliere dann die Tage nochmal. Ja, Müller? Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Wir haben keinen Computer, ihr habt... Der Computer, den würde ich gerne wieder zurückgeben. Computer? Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Nee, hier sind Sie falsch, bei Müller sind Sie. Aber sicher doch. Nee. Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Wir haben nie einen Computer gehabt. Wiedersehen. Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazu stehen. Nee. Verzeihung. Das finde ich einfach nicht gut. Ich
kontrolliere dann die Tage nochmal. Tschüss. Herr Müller? Ja, Giovanni Alberti. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Ja. Die Nummer stimmt noch. Wie will? Wir sind umgezogen und haben auf dem Zettel deine Nummer wieder gefunden, von der wir dachten, die wäre längst weg. Hey, bist du krank? Komm, meine Musik leise. Ja, besser. Entschuldigung. Ich habe jetzt den letzten Satz nicht gehört. Moment. Ey, ich habe jemanden dran endlich. Komm mal. Hallo? Hallo? Ach, komm mal weg. Hallo? Ach, komm mal ab. Hallo, nee. Mann. Hör auf mal. Ah, ja, ist gut. Okay. Hier ist die Mobilbox von Steffen Ratig. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben, den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Ist das die richtige Nummer? Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazu stehen. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Auf Wiederhören. Ja, hallo? Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Eine halbe Million. War das? Pizzeria Bella Pistazie. Ja. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schumkopf und Mozzarella. Nee, bei mir habe ich nichts bestellt. Moment, ich habe Nummer hier gewählt 0 1 2 3 4 6 9. Das ist eine Handynummer, ich habe kein Handy. Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Das ist ja jemand hier, ich bin da ganz alleine hier im Haus. Oh, Vorschlag. Sie kaufen 2 Pizza zum Preis von 3 Pizza. So hat jeder gewonnen. Auch keine Pizza. Gut, vielen Dank und arrivederci. Ja, arrivederci. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Herzlich willkommen beim Gorsch Hotel. Schön, dass Sie angerufen haben. Sie werden gleich weiter verbunden. Ach was, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie das bitte. Herzlich willkommen beim Gorsch Hotel. Derzeit sind alle Leitungen belegt. Bitte hinterlassen Sie uns nach dem Signalton Ihre Rufnummer. Wir melden uns dann schnellstmöglich zurück. Auf Wiedersehen. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Möglichkeit 1, Familie Bin Salimbo Ali Chabanto, mein Gott. Aus Marokko, Vater gelernter Antänzer, 3 Mütter, 6 Kinder. Könnten Sie sich vorstellen, diese Familie bei sich... Adler Bader, grüß Gott. Uli, Kollege, Landessporthalleninstitut. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Haben Sie was gegen Ausländer? Aber Sie haben doch bereits Flüchtlingszuschüsse kassiert, oder nicht? Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Nun denn, dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Auf Wiederhören. Ich werde mich bei Ihnen melden. Telefonnummer habe ich ja, gell? Danke, tschüss. Nein. Nein, natürlich nicht. Habe ich. 0176 8386 9864. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie das bitte. Ja, ja. Alles klar. Ja. Vielen Dank für... Ja, bitte.
Uli Kollega vom Landessporthalleninstitut. Hallo. Uli Kollega, Landessporthalleninstitut. Ja, bitte. Haben Sie was gegen Ausländer? Nein. Ach was, wieso? Nein. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklären Sie das bitte. Was soll ich Ihnen erklären? Aber Sie haben doch bereits Flüchtlingszuschüsse kassiert, oder nicht? Nee. Und ich habe auch nichts gegen Ausländer. Doch. Möglichkeit 3. Wenn Sie sagen, Sie haben etwas gegen Ausländer im Allgemeinen, dann streichen wir Sie natürlich von der Liste. Was meinen Sie? Unangenehmes Thema, muss aber sein. Sie kennen die ganze Flüchtlingsproblematik. Haben Sie... Mittler. Uli Kollega vom Landessporthalleninstitut. Hallo. Schönen guten Tag. Unangenehmes Thema, muss aber sein. Sie kennen die ganze Flüchtlingsproblematik. Nein. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Haben Sie was gegen Ausländer? Ja, Giovanni Alberti, ich komme gleich auf den Punkt. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Was ist Sie denn? Hallo? Giovanni Alberti, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie leider, muss ich sagen. Also... Wenn Sie wirklich nicht waren, dann sage ich Ihnen natürlich auch nicht, wo das ist. Auf Wiedersehen. Arrivederci, ciao. Hallo? Die Nummer stimmt noch. Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Die weiß doch gar nicht, wer dran ist. Hey. Nee. Dann. Oh, warte mal kurz. Moment. Ich weiß, wer dran ist. Dranbleiben. Ich muss mal auflegen. Ja. So, es ist jemand aus MacPom. Moment. Ey, ich hab jemanden dran endlich, komm mal. Hallo? Hallo? Ach, komm mal weg. Hallo? Ach, komm, hau ab. Hallo, hey. Mann. Hör auf mal! Ja, ist klar. Wir wohnen jetzt ungefähr 5 Kilometer entfernt nur noch. Mhm. Also, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Punkt. Also, bis gleich. Hallo? Hallo, Alexander, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Hallo? Hallo, Alexander, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Wie bitte? Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Hallo, Andrea. Hallo, Andrea, meine Beste. Wer ist denn wohl am Apparat? Hä? Der gut aussehende. Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Aus was? Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Ja. Andrea, ja, ja. Meine Beste. Ich wollte dich einfach nur mal nett grüßen. Dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, jemand hat mich übrigens daran erinnert, dir schöne Grüße auszurichten. Weißt du wer? Du findest es sicher raus. Hallo, Mathieu. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Anton da? Ja, der Anton ist da. Kann ich den bitte einmal sprechen?
Ja, der ist am Telefon. Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Okay, dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Ja. Alles klar, ja. Der gut aussehende. Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Meine Telefonnummer ist übrigens 555. Richtig. Ja, ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Weidenbach? Ja, guten Tag, hier ist Sonja Schneider. Ist der Dirk da? Nein, er ist nicht da, vielleicht in einer Stunde? Danke. Hallo? Danke. Um was geht bitte? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Okay, gut. Okay, tschüss. Dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Okay, tschüss. Danke. Ja, Giovanni Alberti, ich komme gleich auf den Punkt. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Was wollen Sie von mir? In meinem WLAN für Internet, da loggen Sie sich immer ein. Niemals. Ich weiß, dass Internet teuer ist, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, sich in mein WLAN einzuhacken. Würde ich nie tun. Sie sagen, ich habe nicht mal einen Computer. Ich habe ja nicht mal einen Computer. Was wollen Sie eigentlich von mir? Also, wenn Sie wirklich nicht waren, dann sage ich Ihnen natürlich auch nicht, wo das ist. Ich habe doch gar keinen Computer. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Hier, verschiedene Namen. Schrauber, Käsefuß, Triefnase, habe ich doch gar nicht. Das weiß ist doch frech. Nicht, was Sie von das mir ist wollen. Doch frech noch dazu. Zahl nix. Auf Wiedersehen. Ja. Weiter. Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Ach, lass mir doch mal hoch. Hallo? Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Sind Sie noch dran? Ich verstehe Sie nicht. Was sind Sie denn? Sprechen Sie mit meinem Sohn oder wollen Sie mit dem Herrn Kork sprechen? Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Bei mir gekauft? Nee. Das sind Sie falsch verbunden. Aber sicher doch. Na, ich bin Erich Kork. Ja. Und wo wollen Sie den Computer zurückgeben? An wen? Keine Ahnung. Ich habe nur noch Ihre Telefonnummer hier. Ach so. Was ist denn für eine Nummer? Auch meine Nummer hier. Ich habe doch keinen Computer. 0000000. Hallo? Hallo, Franz, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Keine Ahnung. Der gut aussehende. Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Sind wir jetzt am Verkehr verbunden? Nein! Nein, aber versuch's nochmal. Kork? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Die weiß nicht, wer dran ist. Hey! Nee! Danke. Die Nummer stimmt noch. Die Nummer stimmt noch. Also, wer sind Sie denn? Wir sind umgezogen und haben auf dem Zettel deine Nummer wiedergefunden, von der wir dachten, die wäre längst weg. Hey, bist du krank? Kommt mal die Musik leise! Ja, besser. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Ich habe den letzten Satz nicht gehört. Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Och, doch. Dann sagen Sie doch mal Ihren Namen. Och, da kommen wir nächsten Samstag. Okay?
Nee, also das verstehe ich alles gar nicht. Also, ich glaube, Sie haben eine falsche... Punkt. Also, bis gleich. Also, das ist... Abdullah Ali Akbar, guten Tag, mein Herr. Ich bin Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Was ist hier los? Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Sie sind verkehrt. Sie sind verkehrt verbunden. Wissen Sie, wo Wohnungen frei sind? Ja, wo wollen Sie denn hin? Die Moschee Islamabad wird die Heimat für 500 gläubige Muslime, für die wir auch Wohnungen suchen. Hier ist keine Moschee. Tschüss. Danke. Auf Wiederhören. Hallo. Okay, Axel. Du kennst mich mit Sicherheit aus dem Fernsehen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Für dich. Ja. Aber kommst du vielleicht auch selber drauf. Ist auch egal, weil jetzt geht's erstmal um dich. Kannst du singen oder so? Also muss jetzt nein, nicht mega kann geil singen. Sein. Singst du mir mal was singen. Vor? Ich kann nicht singen. Ich sag jetzt mal so, auf einen guten Sänger brauchen wir eh 9 schlechte Sänger. Das interessiert die Leute, nicht die guten. Von denen hörst du hinterher eh nichts mehr. Weißt du was? Das Gespräch beenden wir jetzt. Wiederhören. Oder war das jetzt ein Spaß von dir? Kannst du noch was anderes? Hallo? Kannst du singen oder so? Also muss jetzt nicht mega geil sein. Wer ist das? Singst du mir mal was vor? Er legt los. Hallo? Uli, Kollege vom Landessporthalleninstitut. Hallo? Hallo? Ja. Unangenehmes Thema, muss aber sein. Sie kennen die ganze Flüchtlingsproblematik. Spreche ich da mit einer Maschine? Uli, Kollege, Landessporthalleninstitut. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Guten Abend. Hallo, Hans, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Was weiß ich denn? Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Der gut aussehende. Tag. Hubertus Huber. Ja, ich Moin. Habe Ihren Zettel gefunden. Was machen wir jetzt? Wieso? Der Schaden an meinem Fahrzeug. Da habe ich jetzt keinen Plan, was Sie eigentlich meinen. Ich habe einen Schaden an meinem Fahrzeug und vorne klemmte ein Zettel mit Ihrer Telefonnummer. Nee, kann nicht sein. Ja. Darf ich Sie mal etwas fragen? Ja. Das ist im S- und B-Parkhaus passiert, mitten in Frankfurt. In Frankfurt, da war ich mein Lebtag noch nicht. Wer ist denn mit Ihrem Auto? Nee, da gefahren? Haben Sie irgendwas verkehrt. Irgendwas haben Sie vielleicht verkehrt gelesen oder so. Wer könnte denn mit Ihrem Auto gefahren sein? Gar keine. Auch erst recht nicht in Frankfurt. Wissen Sie, wo ich wohne? Gut, dann bleibe ich mal wieder auf dem Schaden sitzen. Ja, es tut mir leid, aber da ich... Tag. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Sind Sie noch dran? Hallo, Besonne. Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Ein Moment. Ja. Moschee. Hallo, Buiru. Ich bin Abdullah Ali Akbar, Versorger der Korangemeinde Islamabad al-Islam. Ja. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen.
Chef, Moment, nicht hier. Und leider, ich kann dafür nicht entscheiden. Kommen Sie zu unserer Informationsveranstaltung? Das verstehe ich nicht und das wollte ich nichts sagen auf telefonisch, ja? Dann melde ich mich wieder. Danke. Auf okay. Wiederhören. Okay. Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Ja. Verzeihung. Das weiß ich nicht, ob ich Ihnen da helfen kann. Wegen die Mülltrennung. Ja. Was habe ich damit zu tun? Ja, jedenfalls habe ich gesehen, dass Sie nicht so, also was in eine gelbe Tonne soll, zum Beispiel in die graue werfen tun. Nein. Warum soll ich das machen? Verzeihung. Das finde ich einfach nicht gut. Nein, aber ich weiß nicht. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Was? Verzeihung. Bitte. Gute Gesundheit. Danke, wird schon. Ja. Ja, auch Ihre Briefe gehören übrigens in die andere Tonne. Was für eine Briefe? Was? Verzeihung. Herr Schof? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Wir haben keine Pizza bestellt. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Nein, wir haben gar keine Pizza bestellt. Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Und zwar, wohin soll es geliefert werden? Ich kann den Pizzataxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß aber Adresse. Ja, dann nicht mit mir. Dann fährt er wohl irgendwo hin, aber das ist das falsche Telefonnummer. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Nee, ich will ja nichts, danke. Dann wir geben Pizza ab bei den Nachbar und sagen Geschenk von Nachbar. Sollen wir so machen? Mir total egal. Hauptsache, ich muss nichts zahlen. Tschüss. Ja. Gut, vielen Dank und arrivi. Ja? Ja, Troppelmann. Was? Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Troppelmann. Hallo. Verzeihung. Wegen die Mülltrennung. Wollt ihr wieder guten Abend? Ja. Hallo. Was? Verzeihung. Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Nochmal. Troppelmann. Wegen die Mülltrennung. Mülltrennung. Meinen Sie diese getrennte Speise? Also, wir haben jetzt 9 Uhr. Verstehe ich nicht jetzt, was Sie... Ich sehe mich schon so als Saubermann hier. Für mich ist das Bürgerpflicht, andere Bürger zu kontrollieren. Ja, bitteschön. Verzeihung. Ja. Schon wieder, ja. Was? Verzeihung. Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Was rufen Sie an? Wegen die Mülltrennung. Ja, was ist damit? Ja. Wissen Sie, warum? Finde ich Sie einfach nicht gut. Wo haben Sie angerufen? Was? Bitte? Verzeihung. Wo haben Sie angerufen? Wissen Sie das? Nein. Hallo? Ja? Ja. Wo? Doch. Wo haben Sie angerufen? Wissen Sie das? Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Ja, aber wer sind Sie? Ja, Troppelmann. Von wo rufen Sie an? Was? Verzeihung. Was wollen Sie von mir? Nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben. Ich sage mal guten Abend.
Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Was wollen Sie? Pizzeria Bella Pistazie. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuschel, Schrumpfkopf und Mozzarella. Also hast du falsche Pizzeria angerufen? Hast du falsche Pizzeria angerufen? Moment, ich habe Nummer hier gewählt 01229. Ist das richtig? Ja, aber haben Sie nicht bestellt? Haben Sie nicht bestellt? Ich kann den Pizzataxi nicht erreichen. Alberto hat sein Handy nicht bezahlt. Er weiß aber Adresse. Ja, aber wollte Pizza haben. Wohin die Bestellung? Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Ja, will ich Pizza bringen? Will, das will kann ich Pizza nicht sagen. Essen? Wer hat die denn dann bestellt? Kassel-Kolder, guten Tag. Ja, Troppelmann. Hallo. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Wer sind Sie? Troppelmann. Ja, aber wer ist der Troppelmann? Woher kommen Sie? Woher aus Kaltenkirchen, aus China, aus Russland, woher kommen Sie? Das finde ich einfach nicht gut. Ja, du kurz mich an, Junge, ja. Du hast jetzt hier auch einmal angerufen und du hast das Telefon aufgelegt. Dann komm vorbei und dann red mit mir. Okay? Ja. Und verpiss dich. Entweder kommst du rein oder rufst du hier nie mehr an. Ja. Du hast einmal hier bei mir aufgelegt, das Telefon. Nein. Also, wenn du willst, dann komm vorbei. Und mit deiner scheiß Mülltrennung. Verpiss dich jetzt. Wichser. Ich kontrolliere dann die Tage nochmal. Tschüss. Guten Abend. Troppelmann. Ja. Hallo? Ja, Troppelmann. Ja, bitte. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Wegen? Wegen die Mülltrennung. Ja? Ja, jedenfalls habe ich gesehen, dass sie nicht so, also was in eine gelbe Tonne soll, zum Beispiel in die graue werfen tun. Das finde ich einfach nicht gut. Was? Verzeihung. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich sehe mich schon so als Saubermann hier. Für mich ist das Bürgerpflicht, andere Bürger zu kontrollieren. Wollen Sie mich jetzt verarschen oder was ist los? Ja. Hallo? Ja. Wie heißt du nochmal? Troppelmann. Troppel. Hallo? Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollte nur sagen, Pizza kommt etwas später. Ich habe keine Pizza bestellt. Pizzeria Bella Pistazie. Sie hatten bestellt dreimal Pizza Camorra mit Schinken, Salami, Fischmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Nein. Alberto hat den Auftrag selbst entgegengenommen. Aha. Ja. Ja. Oh, Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Ich will aber keine Pizza. Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Nicht, dass ich wüsste, nein. Ah, das kann ich nicht sein. Wer hatte denn dann bestellt? Arrivederci. Okay. Ja? Ja, Giovanni Alberti. Ich komme gleich auf den Punkt. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Ja. In meinem WLAN für Internet, da loggen Sie sich immer ein. Kann ja nicht sein. Ja, natürlich. Ich weiß, dass Internet teuer ist, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, sich in mein WLAN einzuhaken. Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie sprechen? Ja. Ja? Ich habe ein offenes WLAN, das heißt aber nicht, komm rein. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie, dass ich sauer bin wie sizilianische Zitronen? Sebastian?
Abdullah Ali Agbar. Guten Tag, meine Dame. Guten Tag. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Eine auf Moschee. Wir bauen eine Moschee bei der Nähe. Danke. Auf Wiederhören. Feten. Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, mein Herr. Abdullah Ali Akbar. Guten Tag, meine Dame. Guten Tag. Tschüss. Wir bauen bald die große Moschee in Ortskern und möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung einladen. Ja, ist gut. Dankeschön. Ja, Giovanni Alberti. Ich komme gleich auf den Punkt. Giovanni Alberti, Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie leider, muss ich sagen. Sie kennen mich leider. Ja, natürlich. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Bin ich nicht. Ich habe überhaupt keinen Computer. Sie sagen, Sie waren das nicht? Bitte? In meinem WLAN für Internet, da loggen Sie sich immer ein. Nein, ich habe keine E-Mail. Ich habe auch keinen Computer. Das heißt, Sie wollen sagen, Sie sind nicht Käsefuß? Nein. Tut mir leid. Aber da dann werde ich sofort meinen Neffen anrufen. Der kriegt sofort einen bösen Makrofono-Streichanruf von mir. Auli. Hallo? Uli, Kollege vom Landessporthalleninstitut. Hallo. Schönen guten Tag. Mit wem spreche ich? Uli, Kollege, Landessporthalleninstitut. Ja, schönen guten Tag. Unangenehmes Thema, muss aber sein. Sie kennen die ganze Flüchtlingsproblematik. Ja. Reden Sie jetzt live mit mir? Warum? Ja, selbstverständlich. Ja, aber warum rufen Sie mich an? Was habe ich mit Landessport zu tun? Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Unsere Turnhallen platzen aus allen Nähten. Und wir brauchen Unterkünfte für unsere Flüchtlinge in zumindest halbwegs anständigen Wohnungen. Und deshalb rufe ich an. Aha, und warum uns? Also, Sie haben ja drei Möglichkeiten. Wir leben ja in einem freien Land. Haben Sie was gegen Ausländer? Grüß aus. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Hans da? Nee, da sind Sie falsch vom Munde. Danke. Okay, dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Stolz. Ja, hier Rosentreter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Oh, ich glaube, Sie sind falsch. Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Welchen Computer? Den ich über eBay bei Ihnen gekauft hatte. Oh, ich sind Sie noch dran? Ja, ich bin noch dran, aber ich bin sehr stark erkältet. Jetzt, wie ist denn Ihr Name? Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Der hat nämlich kein Window drauf. Das brauche ich aber, um meine Gedichte zu schreiben. Ich bin Dichter, wissen Sie? Hallo? Nein. Engel, hallo? Hier ist der gute alte Homer am Apparat. Hallo. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist die Evelyn da? Ja, hallo. Wer ist da? Kann ich die bitte einmal sprechen? Ja. Ich danke. Hallo. Sonja Schneider. Ja. Und ja, was guten geht? Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist die Evelyn da? Evelyn, nein. Bist du Freundin von Evelyn? Hallo. Danke.
Okay, dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Danke. Hallo? Ja, Giovanni Alberti, ich komme gleich auf den Punkt. Ich weiß, dass Sie jeden Tag in meinem WLAN sind. Bitte, lassen Sie das. Was? Was wollen Sie von mir? In meinem WLAN für Internet, da loggen Sie sich immer ein. Das kann gar nicht sein. Ja, natürlich. Nee, das kann gar nicht sein. Ich habe gar kein Internet. Was wollen Sie denn von mir? Ich weiß, dass Internet teuer ist, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, sich in mein WLAN einzuhaken. Henkers? Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Marc da? Um was geht's denn? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Kann ich bitte einmal sprechen? Nee, tut mir leid, um was geht's denn? Der ist gerade im Bad. Hallo, Marc, mein Bester. Wer ist denn wohl am Apparat? Hallo? Ich glaube, du weißt schon, wer ich bin. Du kennst mich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon. Dennison? Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Da will ich sagen, was hier bestehen falsch. Wegen die Mülltrennung. Was? Entschuldigung.